Die Zeche Zollern ist ein ehemaliges Steinkohlebergwerk in Dortmund-Bövinghausen. Sie besteht aus zwei Schachtanlagen und ist heute als Museum ausgebaut. Von 1899 bis 1955 wurde hier Steinkohle zur Stahlerzeugung abgebaut. Dank der hervorstechenden Architektur nennt man diese Zeche auch das Schloss der Arbeit. Meine Gruppe haut ab. Da ist meine Gruppe. Darüber in die Kaue. Sich umziehen, also von der normalen Seite. Gerade wenn der total verdreckte Bergmann durchgeht, muss man auf die Reinigung achten. Nehmen Sie ruhig Platz. Bergmann werden. Und hier ist ein Bollerwagen. Klasse. Ach, da ist ein Höschzeichen drauf. Die Maschinenhalle war Ende 2012 noch nicht fertig restauriert. Die Halle wurde im Jugendstil errichtet und hat eine großzügige Verglasung. Als Resümee kann man sagen, dass sich der Besuch lohnt. Es finden regelmäßig Führungen statt, an denen man sich einfach ranhängen kann. Der Eintrittspreis von 5 Euro ist gerechtfertigt. Gezeigt werden die Verwaltung, die Maschinenhalle, die Lohnhalle, die Werkstatt, die Waschkaue, Lampenwerkstatt, die Kohleförderung, 2 Fördertürme, einer davon begehbar, allerdings nichts mit Leuten mit Höhenangst, und ein gerade für Fotografen interessantes Areal. Viel Spaß beim Besuch! Zeche Zollverein. Über die längste Rolltreppe Deutschlands gelangt man in das Weltkulturerbe Zollverein. Es soll die schönste Zeche der Welt sein. Der Betrieb startete 1848 und endete 1986. Im Einfülltrichter der Kohlenwäsche befindet sich ein 360-Grad-Kino. Darunter werden die Maschinen zur Separation der Kohle gezeigt. Wer nicht unter Höhenangst leidet, kann die 45 Meter hohe Aussichtsplattform besteigen. Und wer es nicht glaubt, das Ruhrgebiet ist grüner als mancher denkt. Weiter unten befinden sich moderne Ausstellungshallen, in denen das Leben im Pott ausgestellt wird.
Über ein bizarr anmutendes Treppenhaus gelangt man in die Sonderausstellungen, die ständig wechseln. Sie müssen allerdings extra bezahlt werden. Liebevoll zusammengetragene Exponate der Vergangenheit sorgen für ein Schmunzeln und für Abwechslung. Hier sogar das neue iPhone 5. Die Zechenanlage besteht heute aus dem Schacht 12 und der Kokerei mit dem namenlosen Riesenrad. Hier ist auch ein Café untergebracht und ja, sogar ein Swimmingpool. Resümee, für 6 Euro bekommt man eine ganze Menge geboten. Die Sonderausstellungen kosten jeweils 2 Euro mehr. Der alte Geist der Kohlenförderung und Verarbeitung kommt hier sehr gut rüber. Also, hinfahren! Herkules hast du gesagt. Herkules. Ein Knackarsch. Der Herkules. Dann zoome ich mal ran, mal gucken, was daraus wird. Das ist ganz schön schrumpelig, sieht er aus. Ich breche es. Wow! Guck mal, die Aussicht, ist das nicht toll? Ist das geil. Das ist richtig schön. Oh, schau mal da oben. Oh, als wenn du in der Luft stehen würdest. Ja, ne? Wahnsinn. Guckst du nicht links runter? Ja, hier kannst du 60 Meter in die Tiefe gucken. Hochmodern wurde uns versprochen. Hoffentlich stimmt das auch. Und tschüss. Ich kann mal die Verdrahtung zeigen, ob das alles noch VDE ist oder so. So sieht die Verdrahtung von dem Ding aus. Guck mal hier mit runter. Das kann ich mal sagen. Ach du Scheiße. Das ist der Haupteingang vom Turm Nordstern. Das ist das Treppenhaus für Notfall. Ich weiß gar nicht, ob das nachträglich angebaut wurde. Und dann geht's hoch und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch.
Vom Bergbau selbst ist auf der Zeche Nordstern nicht viel zu sehen. Beeindruckend ist jedoch der geschlossene, 85 Meter hohe Förderturm. Achtung, das ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Im Turm wird eine interessante Videoausstellung gezeigt. Das denkmalgeschützte Gebäude selbst ist auch sehr sehenswert. Auf dem Gelände des ebenfalls sehenswerten Nordsternpark wird weiterhin eine Modelleisenbahn gezeigt. Für 6 Euro Eintritt bekommt man viel geboten. Also ein Muss. Das ist der Opel-Schlitten Rack 1. Fördertürme hier im Ruhrgebiet. Deutsches Bergbaumuseum Bochum. Haben wir jetzt noch live gesehen? Ein Kaugummiautomat, so wie er bei uns üblich war. Zerranfelder. Maschine zu sein, keine Dampfmaschine, sondern wahrscheinlich einfach nur eine Waage-Reklametafel. Der orange Saal. Das Bergbaumuseum ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wo sonst kann man schon mal unter Tage einen Stollen besichtigen? Die Wege sind übrigens Stöckelschuh geeignet. Also ein Museum für jedermann. Man braucht dort nicht klettern, endlose Treppen steigen oder ähnliches. Alles ist bequem mit Fahrstühlen zu erreichen. Von der Aussichtsplattform kann man die vorher gezeigten Museen suchen und finden. Eins noch, wehe dem, der an der Kasse guten Tag sagt. Hier heißt es Glück auf. Der humorvolle Kassierer weist einen dann schon zurecht. So, nun viel Spaß beim Besuch in einem oder sogar allen der gezeigten Industriemuseen im Ruhrgebiet. Gezeigt von Blue Frame Video.